Mahlzeit oder Good afternoon, guten Nachmittag. Leute, das schrie ja hier durch YouTube, durch Corona-Geheimpapier, die größte Lüge entlarvt. Und da ging es um Schlagworte, sofort selbstbewusster, gratis, Hammer, Coach, geheim. Ja, um welches Video geht's? Da kann auch Brecht hinten gucken. Aber wenn ich das Gesicht sehe, dann kann ich mir sofort mental denken. Hier hackt einer auf einem 2 Jahre alten Papier und wie schlimm das doch alles sei und wie verwerflich und so weiter und so fort. Ja. So. Und dann im Text kommt natürlich dann auch unten in der Videobeschreibung, was man alles tun sollte, wie toll das alles doch ist und welches Webinar man besuchen sollte bei ihm und geheim entdecken und wie man sich am besten bewirbt. Klar, wenn ich so eine Pfeife bin, dann muss ich mich auch irgendwo bewerben und dann muss ich auch alle möglichen Tricks anwenden, damit ich überhaupt angenommen werde, damit ich überhaupt vorgelassen werde. Klar, logisch, dafür gibt es ja solche Bewerbertrainings auch. Ne? Das erinnern wir uns. Letzten Endes, es geht um die Ungebildeten und was sie alles versuchen müssen, damit sie doch irgendwo noch reinkommen, selbst in den Staatsdienst. Na gut. Ja, dann geht's weiter, nachdem er richtig geschimpft hat und wie schlimm das und er spricht von sich in der dritten Person. In diesem Video deckt Martin Werle ein Geheimpapier auf und ach, hör auf, ja, das ist alt wie der Wald. Aber man kann es ja auf diese Art nochmal hochbringen. Was hat ihm das gebracht? 540.000 Aufrufe. Ich werte dann gleich mal ein paar Sachen aus. Aber dann, und das ist mir dann auch im Laufe, ich höre mir das doppelt so schnell an, im Laufe des Videos aufgefallen, die von Spahn zu verantwortende Impfung mit AstraZeneca und BioNTech und Pfizer lief schlecht. Also das so einzuschätzen, finde ich schon, ne, ist ein Ding. Wenn man das so sagt, hört es sich doch ganz anders an. Und die vierte Welle hat das Land trotz Corona-Tests und Schnelltests hart getroffen. Aha, interessant. Die vierte Welle hat uns hart getroffen. Ja gut. Das ist, ne, also so spricht er dann darüber. Macht man denn sowas? Guckt euch nochmal das Gesicht an. Aber ich werde euch dieses Video verlinken. Es ist interessant, wie gesagt, 540.000 Aufrufe innerhalb von 2 Tagen. Ich habe natürlich, weil ich nicht wusste, ob das wieder ein neues Geheimpapier ist, aber ich hätte es mir schon fast denken können, wenn ich, wie gesagt, dieses Gesicht sehe, habe ich mir das Video, im Video das verlinkte Geheimpapier mal runtergezogen. Ach, dachte ich, ja, kenne ich. Von damals, 2 Jahre alt. Es soll für nur für den Dienstgebrauch sein und wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen. Darum ging es. Und ja, ich habe damals übrigens eine Wette angeboten. Wenn wir mindestens 60.000 Corona-Tote, wenn es die gibt, dann spende ich all mein Jahreseinkommen von YouTube. Und ich darf es hier nicht offiziell nennen, aber das ging in den, also weit, 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 weit in den fünfstelligen Bereich. Und wenn ich mir die 514.000 Aufrufe angucke, weiß ich, dass er da auch ganz schön viel Geld mit einnimmt. Und dadurch, dass alle paar Minuten eine Zwangsunterbrechung mit Video kommt, ihr könnt ja ganz einfach mal bei Social Blade nachgucken und das bei einfach eingeben, Martin Werle oder wie auch immer, könnt ihr mal gucken. In diesem Fall ist es dann der obere Bereich des Einkommens, was dieses Video angeht. Nicht, dass ich ihm das neide. Mich hat man ja sowieso gesperrt. Ich mache es ja nicht deswegen. Sonst hätte ich ja damals schon aufhören müssen. Aber ich sag mal so, das sind die Rattenfänger oder Verdumpenfänger, die dann danach kommen. Es gibt immer irgendwelche Fehler in der Welt und dann gibt es welche, die die Fehler versprechen, wieder auszubessern. Oder zumindest den Leuten zu helfen, in Anführungsstrichen helfen. Nee, nee, es geht um Geld. So. Ich hatte das deswegen hier nochmal angepinnt, weil es sollte ja laut diesem Geheimpapier über 1 Million Tote im Jahr 2020 geben. Wer sich das durchliest, natürlich, ja, da gibt es eine Anleitung, wie man als Staatsbediensteter dem Volk Angst zu machen hat. Aber Leute, halt wieder Wald, ne? Und da habe ich mich doch dann wirklich nochmal umgetan und dachte, warum macht er das Video? Na, ganz einfach. Warum wohl? Es ist alles ganz einfach. Es geht immer um Geld. Und wie gesagt, bei den vielen Aufrufen, und er hat ja auch viele Abonnenten, ne? 500.000, 501.000 Abonnenten, also das ist beachtlich. Er macht es wegen des Geldes.
diese Videos. Denn sonst würde er so einen Quatsch nicht nochmal aufwärmen und ganz groß verbreiten. Ich kann nur sagen, Leute, dass er fängt die Dummen damit ein. Die Dummen, die darauf hören. Und das kennen wir ja von allen möglichen Blättern, ne? Weiß auf rotem Untergrund meistens. Pardon. Da, man muss mit solchen Schlagwörtern um sich schmeißen, um dann irgendwas zu verkaufen. Ganz egal. Hauptsache, das Blatt wird gekauft und die Werbung wird gekauft. Also vorsichtig, ne? Das sind die eigentlichen Rattenfänger, die verdummten Fänger. Und so schlimm, wie sich's auch anhören soll, ist es im Allgemeinen nicht. Na gut, Leute, bildet euch, also macht was und macht's gut. Das war mir dieser Nachtrag nochmal wert. Das war mir dann doch wirklich zu widerlich. Also macht was, aber macht's gut. Bis dann. Tschüss, tschüss.